So, damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einer kleinen Fragestellung. Es geht um Genshin Impact, den, glaube ich, im Moment wirklich richtig gut laufenden Game, was über 16 Millionen Fans mittlerweile hat, wenn es nicht sogar schon mehr sind. Aber es geht halt gerade um die Mondsachen. Ich würde das gerne mal ihm zeigen. Es geht ja quasi um die Aktion, die wir gerade haben. Und zwar um die Mondlichtfreunde. Hier kann man quasi Sachen sammeln, wie zum Beispiel einige, ja, Chests, wofür man halt quasi Belohnung kriegt. Darunter auch dieses hier, den luxuriösen Wisch. Und man bekommt diese Mondlicht, also Mondjagd. Wie genau die heißen, müsste ich jetzt nachgucken. Mondjagd, Amulette heißen die genau. Ich hätte es beinahe vergessen. Aber die heißen Mondjagd-Amulette und keiner weiß, was man damit machen soll. Das ist jetzt meine Frage. Und deswegen habe ich mir das Video rausgesucht, um das mal kurz zu zeigen. Ich zeige euch das mal. Die haben nämlich alle das gleiche Problem und wir haben da keine Antwort drauf. Diese Dinger kann man einsammeln. Und man sieht, eigentlich sollte bei einer bestimmten Person ein Shop sich öffnen. Aber man bekommt hier keine Antwort. Er zeigt das hier auch wunderbar, er oder sie. Bis dato läuft das alles noch. Und Crown of Insight. Und eigentlich solltest du die tauschen können. Und hier steht auch, wenn man denn die Kommentare liest, ne, how to use your Moon Chase Charms. Wait. Yes. Erwartet. Ja, gab es aber wohl wahrscheinlich Antworten. Aber imagine, ich glaube, die haben vergessen, den Shop zu öffnen. Ich glaube, das nämlich auch. Und die haben es immer noch nicht gereiht, dass der Shop tatsächlich nicht geöffnet ist. Denn an sich soll man hingehen zu ihr und sie hat und es steht auch so drin, du sollst hier hingehen, mit Liang sprechen und die Dinger eintauschen. So, wir sprechen mit Liang und hops. Hallo Reisende, hast du eine Frage? Ja, haben wir. Ich möchte gerne etwas eintauschen. Und du kriegst als Antwort: Tschüss. Ja, bis bald. Viel Spaß beim Vollmondtanz. What the fuck? Und das finde ich, das habe ich auch schon im Stream gesagt. Ich streame ja, wer gerne gucken möchte, ne, wir streamen auf Twitch. Ist immer unterschiedlich, wann ich streame. Aber das meiste ist halt gerade auch hier zu bezogen auf Genshin Impact. Halt ist es wirklich die Frage, was soll man damit, wenn der Laden nicht geht? Ja, frohen Vollmondtanz. Du kannst es halt nicht eintauschen. Und leider bin ich da nicht der Einzige. Es gibt viele, die da so ein Fragezeichen über der Birne haben. Und immer noch auf eine Erklärung warten, was damit ist. Des Weiteren gab es eine Umfrage, die ich heute gemacht habe. Und da habe ich mir auch erstmal richtig Luft gelassen, dass mir das überhaupt nicht gefällt mit dieser Aktion hier. Das ist absolut Mist. Weil du überhaupt nicht, vor allen Dingen finde ich das so oder so, dass die Erklärung, die du hier kriegst, bei den Sachen, finde ich einfach schlecht. Du hast hier keine vernünftige Erklärung, was du machen sollst. Und das, was hier steht, ja, ganz ehrlich, das kannst du in der Pfeife rauchen. Es sagt dir nichts, was du mit den Dingern machen sollst. Und hier steht, während des Vollmondtanzes wird die, Abenteuergilde im ganz Tyavat Mondtanz-Talismane und Truhen des mysteriösen Mondes aufstellen. Sammle diese wertvollen Gegenstände und erhalte die von der Gilde vorbereiteten Belohnungen. Luyan, wo wir gerade sind, die Verantwortliche für diese Aktion, ist mit dieser Position dieser kostbaren Gegenstände bestens vertraut. Verzweifelte Abenteurer können Sie täglich um einen wichtigen Hinweis bitten. Ja, wir bitten um einen Hinweis. Wir sollen zu Liel. Ich brauche mich da nicht hin teleportieren, wir sind ja schon da. Deswegen, so. Würden wir jetzt hingehen?
Weil ich bin durch, ich habe alles erledigt. Wir haben alle drei Sachen auf 100%. Wir haben wirklich, es gibt 70 von den Mondjagd, Amuletten. Mehr gibt es nicht, es sind 70 Stück. Ja, und tschüss. Also, das ist das Schlechteste, was ich je irgendwo von anderen Sachen hier in Genshin Impact, mal ganz zu schweigen, wo ich mich auch schon drüber ausgelassen habe. Man muss mit Kritik leben. Und dieses Spiel hat sehr viele Kritiken oder Kritikpunkte, die man beheben kann. Einige wurden teilweise schon behoben, andere noch nicht. Finde ich auch ganz gut. Aber dieser Punkt ist wirklich nervig. Du bekommst etwas und kannst damit nichts anfangen, weil kein Schwein oder dir sagen kann, was du damit machen sollst. Geschweige denn, dass irgendwo was drin steht. Weder auf denen ihrer Seite noch sonst irgendwo. Du sollst hier eigentlich hingehen und dich hier eintauschen. Ja, ich glaube, das wurde einfach vergessen. Und das ist das, was ich gerade sagte zu dem Video. Denn hier in den Kommentaren, wie gesagt, imagine the forget to open the shop. And that way we are confused now. Und Azura hat das, glaube ich, richtig gut zusammengefasst, wie wir uns alle fühlen. Und ich sagte ja schon, es ist schön, dass dass ich nicht der Einzige bin, sondern das ist halt nur ein Video von vielen, die ich gefunden habe, die das hier wirklich so beschreiben, wie es ist. Wie gesagt, geht auf den Link von Genshin Impact, den setze ich hier unten noch mit rein. Oder eben halt, damit ihr nichts verpasst, ne, abonnieren oder followen, das wird schon reichen. So kriegt ihr auch immer Infos dazu. Mehr wollte ich eigentlich dazu nicht sagen, das wäre alles. Es ist wirklich schade an sich, dass hier wahrscheinlich das vergessen worden ist, wirklich der Shop zu öffnen. Ich kann es mir sonst echt nicht erklären. Naja, in dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Haut da rein. Ciao mit V.